Hallo? So. Also dein Drecksau-Fetisch, über den müssen wir nochmal reden. Müssen wir das? Willst du das? Ja. Du hast das Thema aufgebracht und du wolltest da eine Gruppentherapiesitzung draus machen? Na, Gruppentherapie? Hörten euch an! Ja, ich habe versucht, es so hochtrabend wie möglich zu machen. Ich brauche Stein. Na Mensch, wo kriege ich denn hier Stein her? Okay. Da könnte ich dir doch eigentlich... Mal ganz ehrlich, wenn ich hier so stehe, ja? Ja. Hier oben. Jetzt stell dir hier noch so ein paar Ringseile drumherum vor. Wo bist du denn? Hier, dreh dich mal um. Ja. Ja? Also ich würde sagen, ne, hier John Cena, oder? Ja. Wie stehst du eigentlich, apropos, wie stehst du eigentlich zu Wrestling? Eine schöne Show. Aber habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Nein? Nein. Oh, hast du aber was verpasst. Also ich bin noch so aus der Zeit Hulk Hogan und Da musst du Breath öfters... the Hitman Hart. Und natürlich der Undertaker, der geht immer. Ja, der ist mittlerweile, ist ja... In Rente. Holz. Ich hab keins. Das ist ungünstig. Wo kriegen jetzt Holz her? Ja, das weiß ich auch nicht. Also jetzt echt da rüben in den Wald. Ich hab da keinen Bock drauf. Hab ich denn jetzt voll? Warte, was hab ich denn? Da, ich hab noch. So, also was ich dir verraten kann. Hier. Wir werden mit unserem Eisen nicht alles zusammenkriegen. Ist nicht schlimm, wir haben... Wobei die 6 muss, ja. Kannst du mir die 6 nochmal geben? Die liegen da noch. Ja, die habe ich. Was wollte ich jetzt? Wir müssen ja so oder so nochmal dahin, also das ist das kleinste Problem. Ja. Das ist das kleinste Problem. Okay. 50 Holz, ne? Okay. Du wolltest doch Holz haben, oder? Ja, kein Thema. Jetzt bin ich, jetzt bin ich voll wissen. Dabei. Ich beschwere mich nicht darüber. So. Ja, Mann. Nee, also Wrestling eigentlich ganz cool. Nur wie gesagt, na. Wir haben uns die Tage letzte Woche Crown Jewel angeguckt. Okay. Ist ja auch so ein Wrestling Event. Mhm. Hammergeil. Aber da wieder abging. Ich habe keinen Stein. Herrlich. Wir könnten doch hier eigentlich. Ich glaube, das machen wir auch. Wenn wir dann hier eine Linie reinziehen. Aber jetzt machen wir zuerst gleich mal hinten die andere Seite. Dann haben wir die nämlich auch schon fertig, ne? Ja, willst du gucken, komm? Nee, ich wollte eben meine Hose auf Level 4 aufrüsten, weil dann ist die auch durch. Ja, mach das. Ja. Aber deine, also wir werden deine Rüstung nicht komplett auf Level 4 kriegen. Nee, ich habe ja nichts anderes erwartet bei dir, also. Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe auch deine Sachen mitgemacht. So. Sowohl meine Hose als auch meine Jacke da haben Level 4. Ich brauche Holz. Habe ich keins. Wollen wir uns eben hinlegen? So, erstmal soll ich gucken kommen. Ich bin hier, gucke. Okay, ich sehe eine Keimauer. Ja. Und Lichtholz. Warum nimmst du nicht das einfach? Weil ich erstmal da den Graben runterziehen muss. Damit hier keiner mehr hochkommt. Okay. Ich kann nicht den Schäle köpfen zu mir. Tu es doch nicht. So. Das sieht aber schon soweit ganz schön aus hier, was du gemacht hast. Hier liegt auch jede Menge Holz rum. Ich komme nicht hoch.
Nee, den können wir da die Mauer lang ziehen. Ja. Hatte ich mir so überlegt. Ja. Und dann haben wir da auch direkt die Hafeneinfahrt, die dann genau auf der gleichen Höhe von dem Dings ist. Ja. Und dann können wir so in Ruhe dann weiterbauen. Ja, gut. Aber dann brauchen wir Stein ohne Ende. Ja, sicher. Wobei es ist immer noch die Frage, die wir nicht geklärt haben. Wo bauen wir? Bauen wir jetzt hier? Bauen wir jetzt unten? Weil das andere ist ja ziemlich in der Mitte da eigentlich gewesen, ne? Wenn ich ehrlich bin, ist mir das relativ egal. Ne? Also wenn wir sagen, wir wollen hier bauen, ist das von mir aus auch okay. Ja, das Problem wird dann nur am Ende der Reiseweg sein, ne? Wenn du dann, wenn du von der Karte dann Portalen machen, von da dann da hochschippern musst, bist eine Zeit lang unterwegs. Ja, gut. Aber es bietet sich hier halt auch an, ne? Das ist halt. Es bietet sich so viel an hier. So. Steht da rein. Ja, dann lass uns mal eben pennen, weil es wird wieder dunkel. Sofort. Ich will hier nur das Geländer noch dran kriegen. Könntest du hier eigentlich offen lassen, ne? Hier offen, dann bauen wir da eine Fackel dran. Mhm. Dann machen wir nämlich da genauso. Ach, ich habe kein Harz mehr. Okay, ich komm pennen. Doch, mal pennen. Doch, das, kein Harz mehr hast. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Das gefällt mir. Da liegt er schon. Liegt er schon im Bett und ist am Pennen. Dann gehen wir. Dann gehen wir rüber, gehen wir noch ein bisschen Holz holen. Ja, sicher. Vielleicht noch ein bisschen Stein. Ärgern wir uns so ein bisschen mit dem Zorngeist rum. Oh, jo. So. Essen, essen, essen. Das brauchen wir. Und dann. Jetzt haben wir ein scheiß Wetter hier. Hauen wir uns den noch rein. Dann hauen wir uns den noch rein. So. Brauchst du einen Gifttrank? Eigentlich nicht. Was, ne? Haben wir denn hier? Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit. Pfeile. Pfeile. Pfeile sind nicht verkehrt. Da kann ich die nämlich wegpacken. So. Arito, wie geht es dir? So, da packen wir da rein. Dat. Als allererstes mache ich aber das, was du schon machen wolltest. Ich gehe jetzt erstmal zum Uralten. Ach, zum Händler. Verkaufst den Shit? Ich verkaufe den Shit, ja. Okay. Damit kann man sowieso nichts anfangen, also können wir das auch verkaufen. Richtig. Das war ja das, was ich vorhin sagte. Ja. Vielleicht hat er ja noch was Schönes, glaube ich zwar nicht. Wie sieht denn das hier aus? Pilze! Hier sind Pilze und Blaubeeren! Ist ja schön. Jetzt echt? Okay. Ja. Du hast Hose Level 3 und dein Oberteil ist auch Level 3, oder? Oberteil ist Level 2. Mit. Obwohl, das könnte könnte knapp passen. Aber ich habe Holz gefunden hier, also jede Menge Holz habe ich gefunden.
Okay. Mal hier tonnenweise. Ich weiß nicht, hier muss irgendeiner mal irgendwann mal gerodet haben. Wie ein so Wahnsinniger. Am alten Sumpf angekommen? Nein, hier beim Dings. Bei den Uralten da. Hier liegen noch so viele Baumstämme rum. Das stimmt. Guten Tag, du komischer Vogel. Also ich habe jetzt einfach mal Panik fressen. 1000 Münzen habe ich. Okay. So, was machen wir damit? Im Zweifel legen wir die hier irgendwo. Oh, ich habe ja auch noch Sachen. Jemir Fleisch? Bringt nichts. Den Menegirat, also den Gürtel brauchen wir auch nicht. Köder bräuchten wir auch nicht. Angelrute eine zweite vielleicht noch. Aber ist auch witzlos, ne? Wie oft angeln wir? Ich hab mir was gekauft. Was hast du denn geholt? Hast du nicht wirklich die Mütze geholt? Ein Zwerg! Warte mal, renn mal nicht so schnell, ich komme dir gerade entgegen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich sehe dich noch nicht. Ich bin in ein Loch gefallen. Da! Ah, da vorne bist du. So, komm mal her mit deiner Zipfelmütze. Ach, hallo? Du hast einen Zwerg hinter dir. Ist mir scheißegal. Hallo, wir sind Brüder. Wir sind jetzt Brüder. Ich bin auch ein Zwerg. Ja, pass auf. Gib mir mal deine Sachen. Meine? Du willst nur meine Mütze? Nein, nein, nein. Nein, ich will nicht deine Mütze, ich will den anderen Scheiß. Geh weg. Level 2 und Level 3. Genau. Hallo, hallo, hallo. Das ist sehr falsch, was sie hier machen. Alleine im Wald. Hallo. Ich will das nicht. Nein. Ich möchte das. Hallo. Nein. Hilfe. Bist du. Hilfe. Der Mann will mir an die Wäsche. Der Mann will mir an die Nein! Der will mir an die Wäsche! Hilfe! Aber es ist doch nur Waschtag! Nein! Der will mir an die Wäsche! Hilfe! Guck mal, meine Unterhose ist schon ganz braun! Ja, das ist schön! Hilfe, Chat! Hilfe! Der will mir an die Wäsche! Hilfe! Ja? War hier nicht irgendwo mal so ein Dings? Und was? Ein Dungeon? Ja, komm mit. Nein, das ist dunkel drin. Nein. Komm mit. Komm. Ja. Ah, Hilfe. Hier? Nein. Hier hin. Komm. Nein. Ja, gut. Nix da. Hier wird nicht. Ich bleib hier. Hier ist der Dungeon. So, jetzt gib mir mal die Klamotten. Nein. Na, ich habe gerade beschlossen, wo bist du denn? Da bist du. Ich habe gerade beschlossen. Wir bauen dann hier. Hier, die Mütze kriegst du auch noch. Warum? Was soll ich mit der Mütze? Und zieh sie an. Warum? Dann bist du der Weihnachtsmann. Hast den Sack auf dem Rücken. Sieht das bescheuert aus. Aber du hast zumindest den passenden Bart dazu. Den hab ich ja nicht. Ja, bist du selber schuld. Das war auch unser erster Gedanke, ne? Wir wollten hier ursprünglich bauen. Hatten wir ja so überlegt. Ja. Also ziehen wir das jetzt durch. Ich muss halt sagen, wir haben an der einen Seite müssen wir ganz schön viel Erde hochholen, um da vernünftig ein Türmchen zu bauen, weil. Dadurch, dass wir hinten diesen Abfall hat, also diesen Abhang hatten, ja. Ist da so viel Luft drunter, das ist kacke. Nee, ist ja nicht schlimm, können wir alles mit der Zeit machen. Ja. Aber dann hätten wir hier genug Platz für ein Lagerhaus und alles. Stein, ne? Hier ist ja gut.
Da können wir ein Haus für Portale und alles bauen. Und das ist halt. Ich glaube doch, finde ich es hier um einiges. Und wir haben hier tonnenweise Holz liegen, ne? Also ein besseres Argument gibt es nicht. Also wir müssen uns irgendwas da schon bei gedacht haben damals. Mag sein. So, brauche ich jetzt auch so eine Weihnachtsmütze? Komm, die ist cool. Ja, komm, dann habe ich noch eine. Und außerdem, Minute, dann haben wir haben eine. Oktober, Ende Oktober haben wir schon. Es geht auf Weihnachten zu. Und wenn ihr jetzt ein bisschen nachdenkst, unser Let's Play wird auch bis über Weihnachten gehen, definitiv. Definitiv. Also können wir auch mit denen Weihnachten feiern. Ja. Hallo? Wo kommst du denn weg? Hä? Wo kommst du denn weg? Warum stand hier ein Skelett mitten in der Gegend rum? Ja, seit dem Update passiert das öfters. Ja. Weil nee, dann brauchst du da hinten gar nicht. Dann brauchst du da hinten gar nicht weiterbauen. Das ist doch schwachsinnig. Sonst haben wir zwei Baustellen auf einmal. Im Endeffekt reicht das da, was wir da haben. Wir haben jetzt noch eine kleine schöne Hafeneinfahrt. Die wir ja eigentlich auch hier hinbauen wollten, ne? Ja, das werden wir auch noch tun. Aber es geht ja erstmal darum, da bereiten wir uns ja jetzt auf den Kampf gegen den einen Otto davor. Apropos, ja. Ich könnte ja eigentlich schon mal die Knochen dahin bringen, ne? Da sind genug Knochen, da brauchst du nichts mehr hinbringen. Nee, ich meine zu dem Totenkopf. Ja. In die grüne Suppe da. Meinst du, dass sie da schon mal rumlutscht oder was? Das kann er ja von mir aus, kann er das ja machen. Das Problem ist, der spawnt halt regelmäßig auch neue Gegner dahin. Also das würde ich bei dem wirklich nicht machen, weil der ist echt kacke. Mut zum Risiko hat man bis jetzt jedes Mal. Du hast... Das ist der schwerste Gegner im Spiel, ne? Hast du Angst? Ich habe mich einmal an ihm verschätzt, ja. Angst oder gesunden Respekt? Das kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Eigentlich. Ja, das ist... Also auf jeden Fall Respekt. Weil der hat halt, ne, neben der Art, wie der... also erstmal, du kannst ihn nicht mit Pfeil und Bogen, da so viel Pfeile kannst du gar nicht dabei haben. Und dann brauchst du den, also musst du wirklich im Nahkampf an den Kollegen ran. Das ist, der ist da ein bisschen extremer. Ach, der war am Ende doch recht einfach. Siehst du, Spielkind sagt das auch. Ja, mit Valheim Plus. Wenn du einen Stein anklopfst, kriegst du ungefähr 400 und ziehst eine komplette Arena drum, wo er nichts drin spawnt, weil er das nicht kann, weil die eigentlich von außerhalb kommen müssen, die Viecher. Also mehr ercheatet ging gar nicht mehr. Dann war er einfach. Ihr habt gescheatet? Naja, ja, ein bisschen. Also aus dem einfachen Grund, hier so viel Valheim und dann nochmal ein zweites Spiel. Ich hätte euch doch geholfen. Halt. Du willst ja samstags nicht zocken. Das hab ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, in der Regel ist bei mir samstags Familientag. Weil wegen Kinder und allem. Aber wir reden ja eh von Abend. Ja, schön, dass du es angesprochen hast. Was? Eben abends. Da schlafen die Kinder meistens. Ja. Meine Frau muss sowieso früh ins Bett, weil wegen Arbeit und der ganze Driss. Ja. Ja. Passt das? Du hast gesagt, Samstag ist für dich Familie und da ist abends auch nichts.
Wir können ja mal gucken. Das ist ja nicht aus der Welt, ne? Also von daher. Nee, das ist schon. Ist ja nicht aus der Welt. Die Arena kann ich auch genauso da bauen. Das einzige Problem daran ist. Stein. Stein? Ja, du brauchst halt quasi, also für das, was wir gemacht haben, brauchst du quasi unendlich viel Stein. Aber das, was wir gemacht haben, erzählen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.